Solche Gleichungen wie da oben zu lösen, ist ein absolutes Basic im Abitur und trotzdem tun sich viele dabei schwer. Es ist gar nicht schwierig, ich zeig's euch. Wenn ihr sowas hier stehen habt, versucht ihr erstmal irgendwie alles sinnvoll wegzubekommen, was nicht ln ist. Deswegen rechnen wir auf beiden Seiten minus 7. Das heißt, wir haben hier noch stehen, ln von 4x ist gleich 1. So, und jetzt wenden wir die e-Funktion an, um diesen ln wegzubekommen. Also ich schreibe einfach mal hier e hin. Das heißt, wir haben hier stehen, e hoch ln von 4x ist gleich e hoch 1. So, und jetzt ist es eigentlich schon fertig. Die Arbeit ist schon fast getan, weil e hoch ln kürzt sich quasi gegenseitig weg und es bleibt nur 4x stehen und e hoch 1 bleibt hier noch stehen. Und jetzt kann man einfach noch durch 4 teilen und wir haben raus, unser x ist gleich e durch 4. Viel Spaß damit!